Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Neuzugänge in dem Monat August und es sind glaube ich gar nicht allzu viele, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, also es hält sich noch im Rahmen und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an und der erste Neuzugang, den ich euch heute zeige, ist Driven, geliebt von Kay Bromberg. Das ist der dritte Teil der Driven-Reihe. Den lese ich ja zusammen mit Carrie und bis jetzt hat uns diese Reihe sehr gut gefallen. Wir sind sehr gespannt auf den dritten und wie es da weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob es der letzte Teil jetzt ist von Riley und Colton. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darauf. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, ob die Charaktere sich noch weiterentwickeln. Ich persönlich mag Riley als Hauptprotagonistin ja sehr gerne. Colton ist natürlich auch total heiß. Und deswegen freue ich mich schon, die beiden weiter auf ihrem Weg zu begleiten. Wenn jemand von euch den dritten Teil kennt, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob sie besser werden oder eher schlechter werden oder gleichbleibend sind. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich hoffe, dass ich dieses Buch im September beenden werde. Also ich glaube, wir wollten es im Dezember, im September lesen. Nicht im Dezember, bloß nicht. Dann ein Buch, was ihr wahrscheinlich schon in meinem Lesebrodat gesehen habt. Und zwar ist das Stepbrother Dearest. Naja, auf jeden Fall, dieses Buch habe ich auch schon gelesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Und dazu wird aber noch eine Rezension kommen, die ich gleich, glaube ich, noch abdrehen werde. Ja, deswegen möchte ich da gar nicht mehr so viel zu sagen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich fast vergessen hätte, euch zwei Bücher zu zeigen. Und deswegen liegen die jetzt oben drauf auf meinem Stapel. Weil die sind natürlich auch noch bei mir eingezogen im August. Die sind noch am letzten Augusttag bei mir eingezogen. Nämlich einmal Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Cherry. Hier geht es, glaube ich, um eine Lehrer-Schüler-Kiste. Ich habe schon gehört, dass es was für Leute ist, die Weil ich Laken lieben mochten. Ich mochte Weil ich Laken liebe ja eigentlich sehr, sehr gerne. Und deswegen bin ich total gespannt darauf, wie das so sein wird. Ich habe bis jetzt noch nicht so schlechte Meinungen darüber gehört. Ich glaube eher gute Meinungen, aber trotzdem, ich hoffe, dass ich sehr bald lesen werde. Ich habe wieder so viele Bücher mittlerweile auf meiner Leseliste, dass ich glaube ich nicht glaube, also ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, im September noch zu lesen, aber ich bin natürlich positiv eingestellt. Und das nächste Buch, was ich auch schon länger haben wollte und als Clary, als ich bei ihr war, mir dann gesagt hat, ich soll es mir holen, weil es gut ist, habe ich es mir geholt, nämlich Das göttliche Mädchen von Amy Carter. Ich finde dieses Cover richtig, richtig hübsch, genau wie Verliebte Mr. Daniels. Also Verliebte Mr. Daniels finde ich sowieso wunderschön. Sieht einfach noch viel hübscher aus als im Internet oder so. Und auf jeden Fall, hier ist Das göttliche Mädchen. Hier weiß ich nicht genau, worum es geht. Ich würde mal sagen, um Götter. Vielleicht so mythische... griechische Mythologie. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es mir gefallen wird. Hier gibt es ja auch, glaube ich, mehrere Teile von. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Buch kennt und wie ihr das findet. Dann ein Buch, was ihr auch schon in meinem Lesemonat gesehen habt, nämlich Kalendergirl berührt, ist direkt am Erscheinungstag bei mir eingezogen, weil ich sofort in die Buchhandlung musste und es mir mitnehmen musste. Ich bin sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Ich habe ja schon angefangen. Mittlerweile bin ich schon so bei ein bisschen weniger als der Hälfte. Und ja, ich hoffe, mir gefällt es genauso gut wie der erste. Bis jetzt hat es gutes Potenzial und ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Geschichte von mir und wie das da alles so weitergeht. Dann ein Buch, über das ich mich auch sehr freue, obwohl ich es irgendwie ein bisschen doof finde. Nämlich geht es um Jamaica Lane von Samantha Young. Das Buch gehört zu dieser Edinburgh's Love Story Reihe von Samantha Young, also daher, wo auch London Road und Dublin Street ist. Nur was ich einfach total blöd finde, ist, dass dieses Buch größer ist als die anderen und steht dann quasi mittendrin. Also es geht so und dann auf einmal so und dann wieder runter, weil die anderen dann wieder normal sind. Deswegen stelle ich es im Bücherregal wahrscheinlich ans Ende. Ich bin wirklich gespannt. Hier geht es mit Olivia weiter. Die mochte ich, wenn ich ehrlich bin, bei London Road nicht so gerne, aber ich bin mal gespannt, wie sie sich hier so geben wird und wie sie hier in diesem Buch sein wird. Da werde ich auf jeden Fall bald auch mal weiterlesen, weil ich diese Reihe unbedingt beenden möchte. Und deswegen hoffe ich, dass ich da auch bald mal weiterlesen kann. Dann eines meiner
Neuzugänge Highlights natürlich. Es Dark Elements, oh, sieht man gar nicht, blendet so, Sehnsuchtsvolle Berührung von Jennifer L. Armentrout, also eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Ja, ich möchte nicht lesen, was hinten drauf steht, weil ich den zweiten Teil noch nicht gelesen habe. Ich habe erst Teil 1 gelesen und Teil 2 möchte ich jetzt im September mit Clary zusammen lesen. Teil 3 wird dann wahrscheinlich im darauffolgenden Monat kommen. Eigentlich wollten wir Teil 2 schon letzten Monat im August lesen, aber es hat leider nicht geklappt, wegen mir, glaube ich. Auf jeden Fall ist dieser Teil auch wieder hammerschön mit diesem Drachen drauf. Also allgemein, diese Reihe ist einfach der Hammer. Beziehungsweise allgemein die Bücher von Samantha Young, von Jennifer Armentrout sind einfach so schön. Und sie schreibt einfach total. Und falls ihr euch fragt, welches Team ich bin auf jeden Fall Team Ross. Den anderen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Zane, den mag ich überhaupt nicht. Und ja, ich bin Team Ross, weil er ist einfach total heiß. Und dann mein letzter Neuzugang, den ich auch der lieben Clary zu verdanken habe. Und den hat, weil sie ihn mir geschenkt hat, weil ich glaube, der hat ihr nicht so gefallen, meine ich war das. Und dann wollte sie den kaufen und dann habe ich den bekommen. Nämlich geht es um Flirt mit Nerd von Leah Ray Miller. Und dieses Buch wollte ich ja auch schon ewig lange haben. Es steht auch schon so lange auf meiner Wunschliste. Und ich finde, das sieht einfach total süß aus. Die Farben und so. Und ich finde, im Bücherregal macht es sich auch richtig schön, weil es einfach so fröhlich aussieht. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie mir dieses Buch gefallen wird. Ich hoffe gut. Sieht auf jeden Fall so von der Aufmachung ziemlich süß aus, weil die Seitenzahlen sind dann hier so in Kästchen gemacht. Ja, sieht sehr niedlich aus. Hier geht es, glaube ich, hier geht es um ein beliebtes Mädchen, was so eine heimliche Leidenschaft hat, nämlich Comics. Und dann trifft sie auf einen Nerd oder so. Ich habe echt gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich es damals mal unbedingt haben wollte. Und jetzt habe ich es und ich freue mich total darüber. Und ja. Ich hoffe, das ist was für mich und dass sich diese Errungenschaft gelohnt hat. Danke nochmal an dich, Clary, wenn du dieses Video hier siehst. Und ja, das waren auch schon meine dann doch 8 Neuzugänge. Also 2, 4, 6, 8. Ja, meine 8 Neuzugänge. Könnt mir aber in die Kommentare schreiben, ob ihr davon schon welche gelesen habt und wie ihr sie fandet oder ob irgendwelche davon auf eurer Wunschliste stehen. Ich freue mich sehr über meine Neuzugänge. Wie immer eigentlich. Ich habe nämlich eigentlich, als ich die Liste für dieses, als ich die Liste aufgeschrieben habe, was für Neuzugänge ich habe, habe ich eigentlich gedacht, ich hätte viel, viel weniger. Und dann habe ich so geguckt und habe mir gedacht, ach nee, das war auch noch August, das war auch noch August, das war auch noch August. Also die meisten Bücher waren wirklich von Anfang August, glaube ich. Aber es kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Naja, tut jetzt auch nichts zur Sache. Das war's mit meinem Neuzugänge-Video für den Monat August. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!